Wir sind in Frankfurt angekommen. Wir haben ein richtig schönes Future-Auto. Guck mal, sieht doch aus, als hätten die unsere Brillen auf. Aufregend. Du musst die Handbremse lösen. Löst mal die Handbremse. Michi, das da vorne ist ein Lenker. Da oben ist ein Rückspiegel. Wann kommen wir an? Dann sind wir da, Michi. Dann Michi, sind wir da. Eines Tages, Baby, eines Tages werden wir alt sein. Werden wir alt sein, Baby. Und werden über die ganzen schönen Geschichten nachdenken, die wir nicht hätten getan, tun hätten würden. Mein Leben. Hör zu, was hat dieser Hunger in Afrika? Parallel dazu esse ich Roma mit Kaviar. Ich weiß nicht mehr weiter. Oh, wir sind angekommen. Wir sind jetzt gerade in St. Wedel. Oh, schönes Wetter, schöne Leute. Nicht alle, aber die meisten, sagen wir mal so. Oh, okay, Leute, wir haben gerade fertig gegessen und fahren jetzt zum Hotel, weil wir morgen Kraft haben müssen für Kraft. Den morgigen Tag. Jetzt sind wir im Hotel angekommen. Wir sind müde, aber wir haben richtig Bock. Also es wird gut. Checken wir erstmal ein. Wir sind wieder erwacht. Ja, von den Toten. Und jetzt geht's zur Venue. Wir haben Hunger. Mangiare. Mangiare. Und wir machen Soundcheck. Richtig. Weil Chris dabei ist. Und da machen wir noch ein Interview. Chris! Say hi. Hey. Es geht los. Kommt mit. Geflügelbällchen. Jetzt wird gegessen. Ich habe nicht gefrühstückt. Deswegen haue ich mir jetzt ein paar Geflügelbällchen mal rein. Geflügelbällchen. We speak out. Now I see our memories through the rain. Night and day. Ich konnte nicht pennen, Alter, weil dieser. Ich hatte neben mir so einen Typen, der hat irgendwie Schlafstörungen, der hat die ganze Zeit im Schlaf geschrien. Der hat die ganze Zeit so. Und der hat so richtig komisch rumgestöhnt. Und war ausgerastet. Wurde da was falsch geschrieben? Haben Sie das gesehen? Ich habe so ein Herz. Piero geht's gerade nicht gut. Piero hat gerade wieder eine Migräneattacke. Er liegt gerade im Auto und versucht irgendwie ein bisschen klarzukommen. Wir hoffen natürlich, dass alles gut wird, aber für den Vlog ist natürlich jetzt ein bisschen Spannung jetzt auch immer drin. Schafft er die Show? Wird er die Show schaffen? Ich guck gleich, Junge, im Schlechten. Es geht ihm besser! Woo! Ja, ich habe gerade eine krasse Migräneattacke gehabt. Ein Glück nach vielen Schmerztabletten, weil es ging nicht anders. Geht's mir besser. Geht's mir besser. Ich habe mir auch so gedacht bei der Migräneattacke, ich so, okay, Felix, findest du denn richtig gut jetzt das Video? Ich so gedacht. Den Tequila für dich? Ja, genau. Dos Mexicanos. Das ist der ganz gute. Dos Colores. Dos Colores. Good show. Cheers, boys. To life. Cheers. Oh. 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 Oh.